heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich aus dieser Platte mit der CNC-Fräse ein Herz ausschneide. Viel Spaß beim Video! Als erstes spanne ich die Platte auf der Fräse fest. So, nun ist X, Y und Z Koordinate der Nullpunkt fixiert und ich kann die Datei hereinladen. Ich fräse mit einem 6 mm Zweischneider mit 12.000 Umdrehungen und 3.000 mm Vorschub und einer Zustellung von ca. 6 mm. Dann habe ich im Gegensatz zum inneren Herz die komplette Stärke gefräst und beim äußeren circa einen halben Millimeter stehen gelassen, um eben mir die Haltestege zu ersparen, denn diesen halben Millimeter, den ich einfach mit einem nicht ausgefahrenen Stanley-Messer mehr oder weniger durchdrücke, kann ich dann sehr leicht mit der Fräse abputzen. So, und fertig ist das Herz. Nun werde ich noch einen schönen Spruch und die Namen auf das Herz drauf lasern und dann wird es ein wunderschönes Geschenk. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke, tschüss.